Herzlich willkommen, Maria. Hallo. Die Salzburger AG hat ja einen Preis als bester Arbeitgeber bekommen. Was ist denn da genau damit ausgezeichnet worden? Genau, also wir haben den Quality Award wieder gewonnen, als bester Arbeitgeber in Salzburg unter den Top 3 zu landen. Das ist jetzt schon mehrere Jahre in Folge gelungen und das ist vom Market Institute ein Preis, der eben vergeben wird. Und da sind wir sehr stolz, weil wir in vielen Kategorien wieder ganz, ganz vorne dabei sind. Zum Beispiel Schaffung von Arbeitsplätzen oder innovativer Arbeitgeber. Unsere Lehrlingsausbildung hat einen sehr, sehr guten Ruf. Und generell Work-Life-Balance und die Rahmenbedingungen, die stimmen in der Salzburger AG. Das ist ja ganz schön beeindruckend, so ein Stockerlplatz. Wie viele MitarbeiterInnen und Berufsgruppen hat denn die Salzburger AG? Ja, also wir haben in der Salzburger AG-Gruppe ca. 2700 MitarbeiterInnen und über 150 Berufsfelder. Und das geht wirklich ganz, ganz breit. Also vom Verkehrsbereich, zum Beispiel Obuslenkerinnen und Obuslenker, über die IT- und Telekom-Branche quasi, bis hin zur Technik, in der Elektrotechnik haben wir sehr, sehr viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist eine ganz große Bandbreite und zum Beispiel auch noch der Tourismus in Salzburg. Welche Strategie verfolgt denn die Salzburger AG als Arbeitgeber? Was ist denn da dem Unternehmen besonders wichtig? Wir wollen eben top, bester Arbeitgeber in Salzburg eben bleiben und sein. Und da muss man sich jeden Tag aufs Neue weiterentwickeln und Top-Rahmenbedingungen schaffen. Und das machen wir aus einem Grund, nämlich, dass wir unseren Kundinnen und Kunden Top-Services bieten können, Top-Produkte. Und das geht eben nur mit ganz einem engagierten und gut ausgebildeten Personal. Was sind denn dann die Schwerpunkte im Recruiting in den nächsten Jahren? Genau, also wir haben jetzt schon gestartet, Offensiven im Verkehrsbereich. Also wir suchen ja wirklich händeringend um Buslenkerinnen im Obusbereich. Und das geht so weiter. Also wir brauchen da noch viel, viel mehr Kolleginnen und Kollegen im Bereich Obus. Und dann natürlich auch im IT-Telekom-Sektor brauchen wir auch weiterhin Personen. Und generell Elektrotechnik ist auch schon ein Feld, wo es schon sehr ausgedünnt ist. Und da brauchen wir naturgemäß in der Salzburger AG natürlich viele Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich. Ein wichtiges Thema ist ja auch das Thema Chancengleichheit. Was gibt es denn da für Initiativen und Projekte? Genau, also Chancengleichheit ist wirklich in der Salzburger AG total gelebt und haben wir die letzten Jahre sehr, sehr viel gemacht und umgesetzt gemeinsam. Wir haben da eigene Initiative und es wird auch noch ausgebaut. Da geht es einfach darum, dass man einfach allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die gleichen Chancen bieten, dass wir auch so bunt sein wollen wie die Gesellschaft. Das heißt, auch das Abbild der Gesellschaft bei uns im Unternehmen zu sehen. Und der Grund, wieso wir das machen, ist eben einer, nämlich unterschiedliche Perspektiven bringen uns alle gemeinsam weiter, schaffen wieder bessere Services und Produkte für unsere Kundinnen und Kunden. Und das ist eben, wieso wir daran so intensiv arbeiten, um Chancengleichheit wirklich im Unternehmen zu leben. Es gibt ja ein Projekt, auf das ihr besonders stolz seid, die eigene Kinderbetreuung. Wann wird es denn die geben? Genau, also Eltern generell sind für uns sehr, sehr wichtig, dass wir sie top unterstützen beim Thema Vereinbarkeit von der Familie und Beruf. Da haben wir angefangen mit einem topmodernen Karenzmanagement und die zweite Stufe ist jetzt der Kindergarten, der eigene in der Salzburger AG. Ist auch eine Krabbelgruppe quasi und die Genehmigungsverfahren sind noch am Laufen und wir wollen heuer im September, sprich 24, eröffnen. Und da haben wir wirklich von 1 bis 7 Jahren eine gute Möglichkeit, die Kinder in Top-Betreuung zu geben und das bei uns direkt neben der Zentrale in der Bayheimer Straße. Ja, danke für die umfassenden Informationen. Und wenn ich mich jetzt für einen Job in der Salzburger AG interessiere, wo und wie kann ich mich denn am besten informieren? Am einfachsten ist, und da findet man alle Stellen auf unserer Homepage drauf zu schauen, aber natürlich sind wir auch auf vielen Messen oder Karrieretagen vertreten. Und zum Beispiel ist ein Top-Ereignis immer unser Lehrlingstag, der ist immer im November, der Tag der Lehre. Und generell auf Social Media kriegt man auch sehr, sehr einen guten Einblick in die Welt, in die Jobs der Salzburger AG, wie es ist, bei uns zu arbeiten und welche Jobs es gibt. Ja, und zusammenfassend, wie würdest du das jetzt sagen, was ist das Wow-Erlebnis, das neue MitarbeiterInnen kriegen, wenn sie bei der Salzburger AG anfangen? Bei uns kann man wirklich die Energie- und Mobilitätswende aktiv mitgestalten. Nachhaltigkeit und Innovation sind extrem wichtige Werte mittlerweile für Personen, wieso sie sich entscheiden für ein Unternehmen. Und wir setzen auch extrem auf Weiterbildung bei uns im Unternehmen, dass man wirklich in den Job gut reinfindet. Aber auch, das bedeutet, dass man immer wieder mal was Neues machen kann, weil wir eben so breit sind, weil wir so viele Berufsfelder haben. Das ist total essentiell. Und der nächste Wow-Effekt ist wirklich,
wirklich die ganzen Rahmenbedingungen zu flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmöglichkeiten oder wieder Vollzeitmöglichkeiten, unser Karenzmanagement oder für Eltern, unser Kindergarten jetzt in Zukunft. Das sind wirklich Top-Rahmenbedingungen, die man vorfindet, und es zahlt sich aus, wirklich bei uns zu arbeiten. Ja, dann machen wir das so. Also vielen Dank für das Gespräch, und alle weiteren Informationen finden Sie wie immer auf unserer Website www.salzburg-ag.at/karriere.